Liebe Modellbahnfreunde, in diesem Erklärvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie die Drehscheibe mit der Sandwich Station 2 steuern. Nun melden wir die Drehscheibe in der Sandwich Station an. Zuvor müssen wir aber noch eine Vorbereitung treffen. Und zwar hierzu gehen wir ins Keyboard und auf die Seite 15. Dort finden Sie schon die voreinprogrammierte Drehscheibe. Dies müssen wir rauslöschen, sonst würde sich die Drehscheibe über MFX an eine andere Adresse anmelden. Dazu drücken wir einfach auf End und hier unten auf den Mülleimer. Somit wird die Drehscheibe gelöscht. Noch einmal kurz mit OK bestätigen, sodass alle Einstellungen gespeichert werden. So, jetzt werden wir sie anmelden. Und zwar hierzu gehen wir auf den Werkzeugschlüssel und dann auf den MFX-Button. Hier unten im Balken sieht man den Fortschritt der Anmeldung. Das dauert einen kleinen Moment. So, und jetzt hat sie sich angemeldet. Hier unten steht auch, dass ein Artikel gefunden worden ist. Einfach hier mit grün wieder bestätigen und die Drehscheibe ist betriebsbereit. Kurz zur Symbolerklärung. Hier unten das Icon ist das Entriegeln der Drehbühne. Wenn wir das antippen, dann entriegelt die Drehbühne. Wenn wir sie wieder bestätigen, dann wird die Drehbühne wieder verriegelt und der Betrieb kann ganz normal weitergeführt werden. Dies ist zum Empfehlen, wenn wir da kurz für Wartungsarbeiten oder auch beim Einbau kann das ganz hilfreich sein. Rechts davon haben wir Turn. Turn bedeutet einfach eine 180-Grad-Drehung. Es kommt immer darauf an, ob das vorher links gedreht wurde, dann wird dieser 180-Grad-Dreher nach links gemacht. Wenn es vorher rechts war, dann natürlich nach rechts. Diese Stopp-Taste und die Go-Taste ist einmal zum Anhalten bei Turn und natürlich, wenn man weiterführt, dann mit Go. Ebenso rechts davon haben wir die zwei Step-Tasten. Step bedeutet einen Schritt weiter, ein Gleis weiter. Wenn die Drehscheibe initialisiert wurde, dann fährt sie nur die Abfahrgleise an. Wenn wir jetzt ein Button nach rechts gehen, sehen Sie Pfeile ohne Beschriftung, das ist die Gleisvorwahl. Rechter Pfeil bedeutet Drehung im Uhrzeigersinn, linker Pfeil bedeutet Drehung entgegengesetzt zum Uhrzeiger. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier auf den rechten Pfeil drücke und Gleis 5, würde die Drehscheibe sich hier von Gleis 1 mit dem Uhrzeigersinn auf Gleis 5 fahren. Mache ich das Ganze hier auf dem linken Pfeil und Gleis 5, dann wird sich die Drehscheibe entgegengesetzt dem Uhrzeiger auf Gleis 5 fahren. Hier unten haben wir Licht- und Soundfunktionen. Zuerst zum Licht. Hier kann man das Licht im Maschinenhäuschen ein- und ausschalten. Und hier die Außenleuchte. Diese beiden Symbole bedeuten das Betriebsgeräusch einschalten und oben wieder ausschalten. Die drei weiteren Symbole sind einfach zusätzliche Geräusche. Die Drehscheibe kann initialisiert werden. Das bedeutet, die Drehscheibe weiß, wo
auf der Drehscheibe sich Randelemente, Blindgleise oder Abgangsgleise befindet. Um die Initialisierung zu starten, müssen wir als erstes die Stopptaste betätigen, sodass sie im Stoppmodus ist, und dann die Stopptaste wieder lösen. Danach, innerhalb von 5 Sekunden, muss als erstes auf das Stopp-Symbol gedrückt werden, dann auf das Entriegelungssymbol und dann wieder auf das Stopp-Symbol. Nachdem wird sich die Drehscheibe automatisch in Bewegung setzen und die einzelnen Abfragen machen. Das machen wir jetzt zusammen. Ich drücke zweimal die Stopptaste, drücke auf Stopp, Entriegeln, Stopp und die Drehscheibe wird in Bewegung sich setzen. Jedes Abfahrgleis hat einen hellen Ton und jedes Randelement hat einen dunklen Ton. Jetzt ist die Drehscheibe wieder verriegelt. Die 360-Grad-Drehung hat sie gemacht und wurde dadurch initialisiert. Das war jetzt das Steuern der Drehscheibe mit der SandwichStation 2. Wie Sie die Drehscheibe steuern können mit anderen Geräten aus unserem Haus, das erklären wir Ihnen in den nächsten Videos.